Die ersten Wintervideos mit der Canon R6 und dem RF 100 bis 500 mm Zoomobjektiv wurden im Garten aufgenommen. Wie man sieht, kann der neue Tier- und Augenautofokus von Canon mit den schnellen Bewegungen des Eichhörnchens mithalten. Für diese Aufnahmen im Feld musste ich noch den Zweifach-Telekonverter benutzen, um nah genug ans Motiv heranzukommen. Leider verdoppelte sich damit auch die Blende auf 14. Den plötzlich gesichteten Halsbandsittich habe ich ohne Stativ bei 500 mm Brennweite aus der Hand aufgenommen. Dank der Kamera- und Objektivstabilisierung sind die Aufnahmen noch einigermaßen verwacklungsfrei geworden. Aufnahmen an dunklen Tagen im Winter mit Zoomobjektiven, die nicht so lichtstark sind, benötigen leider immer einen höheren ISO-Wert. So lässt sich ein gewisses Rauschen auch bei den Aufnahmen der Tannenmeise nicht vermeiden. Bei minus 6 Grad war die Gelegenheit günstig, Seifenblasen zu filmen. Wichtig hierbei ist, dass man unbedingt manuell fokussiert. Zum Abschluss noch eine Kohlmeise, die auch Gefallen am Futter des Eichhörnchens gefunden hat.